Und hat sie Ihnen gefallen? Na, es hat mich überrascht. Man wird ja oft auch Opfer zielgerichteter Propaganda, wo in diesem Fall der SPD-Kandidat von vornherein als Verlierertyp bezeichnet wird. Und den ich da erlebte, der Steinbrück, war jemand, der präzise, druckreif und wohlüberlegt gesprochen hat und nur dort aggressiv wurde, wo es notwendig war. Ich möchte in dem Zusammenhang noch dieses Lob, das ich aussprechen kann, auf einige Kommentare eingehen, auf Seiten hier der Berliner anwesenden Journalisten, vielleicht sind sie jetzt mal einige im Raum. Da ist der Vorwurf, der Steinbrück gegenüber beliebig und rasch handbar zu sagen, er sei zu intellektuell, er spreche zu schnell, etc., etc. Ja, Himmel, Herrgott, wir brauchen einen Kanzler mit intellektuellen Qualitäten. Jemand, der einschläfert, den haben wir schon. Ihr habt es von Hannelore Kraft gehört. Inwieweit gerade in der Sozialdemokratie kämpferischer Mut, soziale Erfahrung aus Arbeiterkreisen auf der einen Seite und intellektuelle Qualität zusammengewirkt haben. Das von ihr erwähnte Buch Die Frauen des Sozialismus ist von August Bebel im Gefängnis geschrieben, Zuchthaus geschrieben worden. Er hat die häufige Zuchthaushaft, die ihm aufgebrummt wurde, genutzt. Und er war ein Mann, der sich selbst gebildet hat. Und er hat Hilfe gebraucht. An seiner Seite stand, der ist leider bis heute nicht erwähnt worden, Wilhelm Liebknecht. Die beiden haben die Partei geführt. Und Wilhelm Liebknecht war der Intellektuelle, der ungeheuer viel an dem vermittelt hat. Hat ihm sogar im Gefängnis französisch Unterricht gegeben. Das sind Dinge, die in der Partei wirksam waren von Anfang an. Und es ist ein Aberwitz zu hören, wenn Journalisten, die sich selbst für Intellektuelle halten, Pärchen Scheinberg das vorwerfen als Hindernis, dass er Kanzler werden könnte. Nein, wir brauchen diese Qualität, wir brauchen diese scharfen Analysen, nicht das Taktieren, das die derzeitige Bundeskanzlerin beherrscht, sondern auch eine Strategie ist vonnöten, um die weiteren Jahre bestehen zu können. Und das ist eher von Per Steinbrück zu erwarten. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gehört, Günter Grass ist immer noch Wahlkämpfer, er ist immer noch unterwegs, er formuliert immer noch. Für sich immer ist Wahlkampfzeit. Ja. Ja. Lieber Günter, sind denn gestern Abend die richtigen Fragen gestellt worden? Oder hat ja, man das liegt natürlich daran, wenn man vier Journalisten, Fernsehjournalisten, auswählt, die vor lauter Routine nicht mehr laufen können, nicht derartig in ihrem Talkshow-Geschäft, in stetigen Quasselrunden befangen sind, dann kommen natürlich keine analytischen Fragen. Warum stehen dort nicht zwei gewachsene, wirklich kundige Journalisten, ein Gräfrat und jemand von der Süddeutschen Zeitung, die wirklich dann auch politische Fragen stellen können und nicht Fragen, die auch immer ein Unterhaltungswert haben müssen. Das hat in einer solchen Runde nichts zu suchen. Wobei Stefan Raab, Günther, hat ja eigentlich auch politisch gewährt. Stefan Raab hat ja politisch gewährt. Der war auf seine Art und Weise gegenüber den anderen erfrischend unbefangen. Ja. Ja. Also, ich hatte das Gefühl, an vielen Stellen dieses Gespräches. Also ich muss noch was sagen, es erscheint Politiker zu geben, die haben von dieser Sorte von Leuten Angst. Ich bin mit denen seit Jahrzehnten, bin das gewohnt und ich habe keine Angst, das auszusprechen. Sie tun mir im Grunde leid, sie sind doch gefangen, ja. Das ist auch mit natürlich ein Beweis für das derzeitige Niveau unserer Rundfunk- und Fernsehanstalten. In dieser Art von Quotenverständnis und das führt zu einer Verflachung,
Verflachung der Sendung und damit eben auch zur Verflachung der Fragestellung in einer wichtigen politischen Sendung. Ich hatte gelegentlich gestern das Gefühl, dass das die Sendung eine Art Vorbereitung für eine künftige große Koalition sein könnte. Hast du das auch so empfunden, dass man sich gegenseitig nicht wirklich wehtut? Ja, man hat versucht, den Standort dahin zu reden. Und er hat sich dem widersetzt. Er hat sich dem widersetzt und zu Recht widersetzt. Wir kennen die Möglichkeit einer großen Koalition und vieles, was dagegen spricht. Ich kenne meine eigenen Auseinandersetzungen und auch, was ich auch in dem Brief dazu gebracht habe, die der geschlagen hat, als es damals, ja auch betreiben von Herbert Wehner, zur großen Koalition kam. Zu meiner eigenen Überraschung, da muss ich mich korrigieren, hat dann diese große Koalition, die dann endlich auch zur Kanzlerschaft von Brandt führte, mehr geleistet, als ich erwartet hatte. Und man kann auch von der letzten großen Koalition sagen, dass sie wichtige Gleichstellung, insbesondere auch sozialdemokratisch geprägte, zustande gebracht hat, die uns heute von Nutzen sind. Aber das darf kein Dauerzustand werden. Nicht? Wir brauchen auch, und auch selbst eine CDU, nicht nur andere Parteien, auch die CDU braucht gelegentlich über einen gewissen Zeitraum die Möglichkeit, die Chance, sich als Oppositionspartei zu erneuern. Das muss man ihr gönnen, diese Chance. Und dazu sollte das weitergehen. Aber sie könnte natürlich in einer großen Koalition sich auch erholen von der Koalition mit den Freien Demokraten. Naja, aber gut, ich meine, die Bundesrepublik ist in der Beziehung kein Sanatorium. Sie haben schon Ihren Briefwechsel mit Willy Brandt angesprochen. Da gibt es in einem der Briefe auch einen Hinweis, den er heute gemacht hat, nämlich, dass er davon ausgehe, dass in Deutschland links der Mitte eine Mehrheit bestehe und im Prinzip nicht rechts der Mitte. Wie müssen wir darauf heute reagieren, wenn das so richtig wäre? Nun, ein rein zählerisch mit Sozialdemokraten, Grünen und der Linken ist eine zählbare Mehrheit vorhanden. Ja, aber die Sozialdemokratie will mit der Linken nicht regieren. Das ist einfach so. Das ist nicht nur eine Frage, ob die Sozialdemokraten wollen, sondern auch das, was sich heute Linkspartei nennt, was aus mindestens drei Gruppierungen besteht, in der Lage ist, einen Koalitionspartner auf Bundesebene zu ergeben. Ich wünschte mir das. Ich finde es furchtbar. Die sozialdemokratische Geschichte ist verhängnisvoll gezeichnet. Von Spaltungen, immer Schwächungen, ist immer auf Kosten der Sozialdemokratie gewesen. Und ich kann nur hoffen, dass bei dem, was also von Herrn Gysi laut wird, von einigen auch wiederholt wird, diese arrogante Haltung aufhört. Wenn Herr Gysi sagt, ja, wir sind dafür, die Sozialdemokratie, die SPD wieder dazu zu bringen, eine echte sozialdemokratische Partei zu werden, ist das von einer ungeheuren Arroganz gezeichnet, die nicht zur Zusammenarbeit einlädt. Ich meine, Herr Gysi weiß doch ganz genau, dass die PDS, und das ist nach wie vor die Wurzel und Mitte der Linken, eine Nachfolgeorganisation der SED ist und ein Stück Vergangenheit mitzutragen hat. Das sollte sie demütig machen, sollte sie nicht dazu bringen, den Kampfton der Weimarer Republik der letzten Jahre, der 30er Jahre, bevor Hitler an die Macht kam, wieder neu zu beleben. Sie hat immer das Gefühl, dass er den Hauptgegner bei den Sozialdemokraten sieht. Das ist natürlich wenig einladend, über Landesebene hinaus eine Koalition einzugehen. Aber es könnte sein, das ist noch eine Spekulation von mir, dass einige auch dann Bundesabgeordnete aus den neuen Bundesländern die Faxen dicker haben und von sich aus den Entschluss fassen, tätig zu werden und vielleicht dazu beizutragen, dass es zu einer linken Mehrheit in Deutschland kommt.
Ja, gut. Dann kann ich mir ja fast jetzt die Frage ersparen, was ist denn, was würde Bebel denn dazu sagen, wenn die Frage ansteht, ob man Rot-Rot-Grün einen Kanzler stellen kann oder wenn man in die Große Koalition geht. Was würde Bebel der Partei raten? Bebel hat diese Partei durch die lange bedrückende Zeit der Sozialisten besetzt geführt. Am Ende war die Partei stärker als zu Beginn dieser Verordnungen. Und kaum war diese Bedrückung vorbei, begann der Revisionismusstreit innerhalb der Sozialdemokraten. Eine Zerreißprobe ohnegleichen, die Bernstein, dort Rosa Luxemburg, Kautsky und Bebel in der Mitte und hatte die ungeheuer schwierige Aufgabe, muss ich nur den Erfurter Parteitag an und die Kämpfe um die Programme am Erfurter Parteitag angucken, dann weiß man, was das war. Das war ja auch nicht nur Eduard Bernstein, das war auch Georg von Vollmer als sogenannter Revisionist. Und ich habe im Nachhinein von diesen Verhaltensweisen gelernt. Also ich bin kein geborener Sozialdemokrat, sondern ein Gelernter. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Eduard Bernstein Recht gehabt hat, indem er Marx widersprach und sagte, nein, diese Verelendungstheorie führt uns nur in falsche Hoffnungen hinein. Wir haben die ganze Woche über parlamentarische Arbeit zu leisten, um die Lage der Arbeiter zu verbessern und können nicht am Sonntag dann Reden halten, indem wir die Revolution ausrufen. Und das Gleiche trifft hier Georg von Vollmer zu, der sagt, er redet immer vom Proletariat und meint nur die Industriestädte. Nein, ein Großteil des Proletariats lebt auf dem Land, die Knechte und abhängigen kleinen Bauern. Aber wenn ich das jetzt auf heute übertragen soll, was müsste ich dann tun? Wie würde sich das dann heute auswirken? Angelo Kraft hat viel von dem gesagt, was notwendig ist. Ja, Hannelore Kraft ist ja insofern ein sehr interessanter Fall in der Sozialdemokratie. Sie hat die Macht in NRW nur über den Umweg einer Minderheitsregierung geschafft. Das war erweislich eine nervenstarke und konsequente Position. Die sehe ich im Bund im Moment nicht, oder? Nein, das liegt daran, dass im Bund eine andere Politik gemacht wird als auf Landesebene. Ja. Es ist... Ich bin auch für die Reform der NATO, ja? Aber ich halte es für nahezu apolitisch, wenn die Linke einfach mit Austritt aus der NATO meint, mit einem Trumpf zu stechen. Das ist kein politisches Verhalten. Ich würde es sofort unterstützen, das gilt auch für die Sozialdemokraten, dass die NATO in ihrem derzeitigen Zustand äußerst reformbedürftig ist. Sie ist nach wie vor gezeichnet von der Praxis des Kalten Krieges, der vorbei ist, und sie ist fremdbestimmt durch die Vereinigten Staaten und ausgerichtet auf Auslandseinsätze. Dafür gibt es auf deutscher Seite, aber auch bundespolitischer Seite kein vernünftiges Konzept. Und unsere neue Armee, die Abschaffung der Wehrpflicht, ist alles andere als dafür geeignet. Das ist die eine Sache. Nicht? Und solange die Linke davon nicht runtergehen und so absurde Forderungen stellen, sind sie für die Politik im Bund, in der Position, in der Regierungslandschaft nicht tauglich. Also doch nicht Rot-Rot-Grün, sondern es geht nur Rot-Grün. Es geht nur Rot-Grün, das ist das, auch das, auch das müsste ausreichen. Wir haben ja vorhin über die, was immer dieses Duell ergeben wird, aber eins ist deutlich geworden, dass Steinbrück es verstanden hat, das große Potenzial an unentschlossenen Dingern anzusprechen. Und es ist Aufgabe, den verbleibenden knapp 20 Tagen das fortzusetzen. Nicht innerhalb, das ist Wahlkampfzeit, das ist die Stunde, in der man auf die einzelnen Menschen zugehen muss, sie, was schwerfällt, zu überzeugen, dass ihre Stimme wichtig ist. Man soll diese Leute, die zum Beispiel daran zweifeln, ob sie zur Wahl gehen sollen, ja oder nein, nicht als wahlfaul beschimpfen. Das sind Leute, die nachdenken, die in der Tat Grund haben,
sich zu fragen, was bringt das überhaupt, wenn ich wähle? Ist es nicht so, dass mein Abgeordneter, den ich wähle, am Ende fremdgestimmt wird durch den Bundesverband der deutschen Industrie, durch die Elektroindustrie, durch die gesamte den Bundestag umlagernde Lobby? Das gleiche gilt für Brüssel. Ist es nicht so, dass das Parlament sich langsam zur Farce macht, bis in die Ministerien hinein Lobbyverbände, die federführend sind? Das sind alles Gründe, die Menschen davon abbringen können, zur Wahl zu gehen. Und das ist witzig, das Metallenor Graf weiß das nicht. Es ist sehr schwer, Menschen dann dennoch davon zu überzeugen, dass es notwendig ist, die Stimme abzugeben, damit diese Missstände auch irgendwann werden können. Hat den Günter Grass vielleicht als letzte Frage, weil ich werde hier schon streng angeguckt, eine Prognose, wie die Wahl ausgeht? Also, dass er einen Wunsch hat, wie sie ausgeht, ist mir klar. Aber die Frage ist, hat er auch eine Prognose? Nein, ich habe keine Prognose. Ich habe keine, es hängt davon ab, ob unter anderem der Impuls, der gestern von dem Gespräch ausging, von den Sozialdemokraten in die Parteiorganisation mit aufgenommen wird und weitergetragen wird, oder ob wozu diese viele Sozialdemokraten neigen, weiterhin eigene Leistungen kleingeschrieben werden, wenn man am liebsten von dem spricht, was man eigentlich machen möchte in Zukunft etc. Nicht, man muss auch, und da ist zum Beispiel die CDU sehr stark drin, nicht, also auf erbrachten Leistungen oder auch Leistungen, die sie mit Hilfe der Sozialdemokraten erbracht haben, herumzureiten und das schamlos machen.